Jetzt geht's weiter hierhin, aber vorher werde ich. Ich weiß auch nicht, ich musste da hin zum Erzähler. Oh Mann. Ich gehe zu Winterfest, also es ist relativ nah und um 8 Uhr abends, da kann ich mich nicht mehr verkaufen, verdammt. Ja, das ist alle böse in der Welt, da gibt es nichts Nettes. Ich meine, natürlich gibt es ein paar nette Tiere, aber eigentlich ist alles böse. Ja, das ging gut. Was macht ihr? Was macht ihr? Oh mein Gott, ich treffe nicht. Vorsichtig. Ja, ich will keinen von euch treffen. Das ist super anstrengend, weil dann heißt es gleich wieder: Oh mein Gott, du kommst ins Gefängnis. Oh mein Gott. Dabei will ich nur helfen, ey. Wo ist denn jetzt der andere? Scheiß drauf. Hoffentlich verkauft sie noch. Ach, Manno, Birna. Jetzt muss ich alles noch wegbringen. Okay, ich bringe alles weg und dann machen wir das Diese nächste Vampire Mal. her. Wir müssen sie ausrotten, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Ja, muss ich sowieso noch. Aber dafür muss ich meine Serious Business muss ich dafür dann weggeben. Und das finde ich doof. Das möchte ich nicht. Okay, das nächste Mal kümmern wir uns. Da ist schwarz. Was? Ich dachte, ich war überall. Dahinter meine ich. Ah nee, dahinter nicht. Nein, schon gut, dahinter war ich noch gar nicht. Ich werde jetzt einmal aufhören und dann das nächste Mal, weil es schon wieder ziemlich lang war. Nicht, dass es schlimm ist, aber es ist einfach nur, mein Gott. Es gibt diese Sache in Mortal war nur ein Missverständnis. Ja. Ganz gleich, Gibt's was die hier. Wachen Was vorhaben. ist denn in Mortal passiert? Ich hab's vergessen. Gibt's hier einen Elfenmagier, der die Sterne studiert? Sterne? Bezieht ihr euch dabei auf den Vorfall vor einigen Jahren? Weiß nicht. Ich finde diese Verbannung immer noch viel zu hart. Du findest alles hart. Deshalb wurdest du wohl auch von Mortal verbannt. Was ist los? Was ist geschehen? Habt ihr Exil gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Was ist los? Das solltet ihr nicht mich fragen. Es gibt einen Altmeer namens Nelaka im frostigen Feuer. An ihn solltet ihr euch wenden. Okay, danke. Bis zum nächsten Mal. Ach, danke, dass du gleich hier draußen aber warst. Dann hast du mir ein bisschen Zeit gespart. Dann machen wir das noch schnell. Und danach werde ich abspeichern. Dann kümmern wir uns jetzt nächstes um Rifton, damit wir wieder zu Rifton gehen können und hoffentlich ne, Carcho wieder bekommen können. Das wäre ganz schön. Auch wenn Ilia toll ist, möchte ich gerne wieder einen Kämpfer haben, der vorne steht und raufhaut. Dann wiederum muss es auch gar nicht sein. Meine Tage an der Akademie. Hallo. Dagur und ich haben eine Übereinkunft. Er bietet mir meine Privatsphäre. Ich suche den Elfmagier, der die Sterne studiert. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Nee, es geht um was anderes. Eine Priester von Azura hat mich geschickt. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der argonischen Maid und dem rüstigen Baron. Ich hab's nicht geschafft. Akademie? Moin, ich hab Der mir mal Jarl? Diabellas Teil Wir hatten uns doch angezogen. geeinigt, dass keine weiteren Und Fragen mehr. überreden. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, Ich hab sicher. vergessen zu Und speichern. jetzt erzählt. War es die Akademie? Der Jarl? Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Geht das überhaupt? Ja. Wer Okay, hat euch wartet. geschickt? Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt Ich mir hab's den nicht von der zugestimmt, Akademie. redet. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Okay, dann geht's halt auch so. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberung. So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Okay. Azuras Stern. Ein dädrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Cool. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat er getan? Marlin wollte den Stern verändern.
Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Will man das? Kommt auf einmal, wo man rauf reinkommt dann. Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Illinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Wie haben sie ihn in den Wahnsinn getrieben? Azura ist keine normale Daedra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens. Je stärker Marlin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an. Marlin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Marlin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Okay. Anscheinend hat Marlin bekommen, was er verdient. Die Akademie würde euch dazu stimmen. Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Wir gelten den Daedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Wie funktioniert der Stern? Ich habe doch erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist, nur dass er sich niemals verbraucht. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt. Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören. Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen da eintreten. Brauche ich den nicht. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz, also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Okay. Danke. Das ist ja jetzt... ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Na, okay. Der schwarze Stern. Finde Azuras Stern. In der Tiefe. Illinaltas Tiefe. Warum habe ich den nicht geholt? Da war ich doch schon in der Tiefe. Den habe ich doch besiegt. Den Typen. Warte mal. Habe ich da was vergessen mitzunehmen? Oder ist es jetzt erst, da? Deshalb... Deshalb waren die ganzen Leute da, haben da gelebt und haben Versuche gemacht und sowas. Und den habe ich umgebracht, stimmt. Ach man, ich erinnere mich. Na gut, den habe ich ihn ja schon getötet, scheiß drauf. Oh mein Gott, so viel. Moin. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Ja, danke. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Gibt's hier was zu tun? Nicht unbedingt. Hört mal. Wir sind doch Freunde, oder? Ich kenne dich gar nicht. Ich habe mich gefragt, ob ich euch um einen Gefallen bitten kann. Nee, danke. Was kann ich denn tun? Es geht um Ranmir. Versteht mich nicht falsch. Ich habe kein Problem damit, dass er ständig hier ist. Er ist meist allein und konnte bisher immer zahlen. Denk nicht. Mir gefällt nur nicht, was mit ihm geschehen ist. Er war nicht immer so. Ich meine, betrunken. Wie war er denn früher? Oh, er war ganz anders. Fröhlich, offen. Wie Verliebte so sind. Was ist mit ihm geschehen? Also, Ranmir war mit einer hübschen jungen Frau namens Isabelle Rollin zusammen. Ich glaube, die beiden waren sehr glücklich. Eines Tages verschwand sie einfach. Ranmir ging davon aus, dass sie mit jemand anderem weggelaufen war und ihn zurückgelassen hat. Sie ist tot. Er verfiel dem Alkohol. Und was noch von ihm übrig ist, kann man hier jeden Tag sehen. Oh, was kann ich tun? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gehofft, dass er wieder der Alte wäre, wenn man sie finden würde und er erfahren würde, was passiert ist. Ich habe keine Möglichkeit, nach ihr zu suchen, aber vielleicht könntet ihr das übernehmen. Jo. War das jetzt eine... okay. Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein Wir überfahren, dass er Isabelle Rollin kennt. Was?
Erwähnt mir gegenüber bloß diesen Namen nicht. Wagt es nicht. Niemals. Also gut. Okay. Wie ist... Wenn er die zufälligen und Isabelle Rolaine. Tja, hätten wir jetzt hier so ein Tagebuch, wo man alle Namen drin hat, was natürlich total verrückt wäre. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Meine ist stehlen. Dankeschön. So. Na dann. Das heißt, ich muss sowieso jetzt mich langsam mal wieder auf den Weg machen. Weil die meisten Sachen sind jetzt draußen. Alles, was noch zu tun ist. Aber ich denke mal... Ich muss aufhören. Erstmal. Kann ich euch helfen? Moin. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man nicht Gott. Trauen darf. Ach so, er schon so heftig. Er traut sich immer mehr, ne? Das ist ja normal. Auch das ist ja ein bisschen wie bei den meisten Menschen. Er traut sich immer mehr. Jetzt war er schon bei seinen Eltern im Zimmer, während sie schliefen. Entweder will er sie umbringen oder er guckt sie einfach nur an und sagt... Ihr seid meine Eltern. Ja, ach so. Ihr seid der Herold, der Bote der Gefährten. Welch eine Ehre, vor euch zu stehen. Wo weißt du das? Gab es ein Rundschreiben? Also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand. Wo weiß sie das? Wo weiß sie das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Habst du Facebook? Hallo, ich bin der Herold, Bitch. Ganz ruhig, ja. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo einen Platz zum Bauen. Das will ich aber nicht. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns um den Rest kümmern. Ich werde werd die Sachen jetzt eventuell noch wegbringen. Hierher, mal gucken. Wartet, oder haben wir noch genug? 381, nee, ich denke mal, ich werde Wuthrad und sowas wegbringen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn wir wieder loslaufen. Und ich hoffe, bald wieder auf Kajo. Ich bin ja, wie gesagt, es ist eigentlich ziemlich praktisch, hier alles. Das Problem ist, wir sind alles Fernkämpfer gerade. Die Gegner kommen auf uns zu, dann es geht total durcheinander, wenn wir ihn nicht umbringen, bevor er auf uns zukommt. Bei Kacho war das so, er ist dann nach vorne gestürmt, hat sich hingestellt und wurde angegriffen und wir konnten dann so angreifen. Und ich möchte Kacho wieder zurückhaben, ganz einfach. Und auch wenn natürlich Ilia richtig, richtig cool ist und Serana verlieren wir ja auch bald wieder. Ach, es ändert sich sowieso durchgehend, das Spiel ist heftig. Bis dann. Grüßt euch und hallo zu Skyrim. Ich muss euch kurz was... Es wurde geupdatet. Also erstens, ich will ja ein bisschen dazu lernen. Da habe ich mir gesagt, ich habe jetzt eigentlich nur eine Stunde Zeit. Aber ich wollte mir dieses Update angucken. Und ich wollte ja auch mal, wenn ich eine Stunde Zeit habe, bevor ich rumhänge, vielleicht kennt ihr das, irgendwas machen. Also das versuche ich jetzt so ein bisschen mich zu bessern. Und da habe ich mir gesagt, dann nehme ich ein bisschen auf. Vielleicht schaffe ich ja eine Quest oder so. Und auch wenn es ein bisschen stressig wird. Und schaut mal hier. 1.9, yay! Und das heißt, wir können mal gucken, ob wir das machen. Weil zum Beispiel ist dieses legendäre Dings ganz gut für Veränderung und Verzauberung und sowas. Weil da kann man ja relativ schnell Erfahrung bekommen. Dann wiederum brauche ich die Erfahrung ja eigentlich nicht. Aber die Punkte wären ganz gut. Diese extra Fähigkeitspunkte hier. Und ich bin immer in die Mine gegangen. Das bin ich schnell hingereist. Und guck mal, ob die irgendwas haben. Wisst ihr, so langsam glaube ich aber, dass wir hier nicht mal Eisen finden. Und dabei arbeiten wir hier schon so lange. Hallo, Torga. Über diese Mine wird man bald den ganz Himmelsrand reden. Ihr werdet schon sehen. Das wird der Stoff aus den Legenden. Passt auf, wohin ihr in der Mine tretet. Es sollen ja keine wertvollen Erze, Edelsteine oder sonstige Dinge unentdeckt bleiben. Okay. Meistens sind Minen ja nicht so interessant, aber... Man kennt's ja, wenn man's nicht macht, ist dann meistens... Ich bin der beste Steinzertrümmerer, sagt Torga. Dann muss es ja stimmen, wenn Torga das sagt, weil Torga hat voll die Ahnung. Ich lese auch immer seinen Blog. In der Mine ist es kalt, aber Torga braucht mich dringend. Also bleibe ich. Wow, da ist aber jemand. Da findet jemand Torga aber richtig gut. Da heißt wohl jemand ein Fan-Crush. Es gibt ja unterschiedliche Sachen. Es gibt ja auch so einfach, ne? Kennt ihr vielleicht, wenn man jemanden ganz toll findet.
Nicht verknallt, nicht sexuell. Das denken ja die meisten dann gleich, wenn man sowas wie Crush sagt oder sowas. Oder toll finden. Die meisten, aber es gibt ja auch sowas wie einfach nur jemanden toll finden. Weiß nicht, weil man ihn respektiert, weil er was Besonderes ist oder so. Keine Ahnung. Gesellenwinkel. Hä? Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Das war, glaube ich, unten, ne? Deshalb sehe ich das nicht. Ja. Ich weiß schon. Nee, hä? Was ist das denn jetzt? Nochmal was anderes? Schneeschleier, was? Wieso wird es nicht gefunden? Egal, dann machen wir erstmal die Schneeschleierzuflucht. Ich möchte wieder nach Weißlauf zurück. Ich mag das hier gar nicht. Deshalb haben wir es nicht gefunden, weil man hier wieder rauskommt. Deine Begleiter können nicht mitkommen. Das ist auch ein bisschen, ne, blöd, dieses, deine Begleiter können nicht mitkommen. Ja, warum denn nicht? Gibt's einen Grund? Nö, deshalb. Weil das Spiel das so sagt. Okay. So, nein, ich glaube, wenn ich den Bogen auf 100 habe... Oh Mann, ich bin so gut im Bogenschießen. Ich bin überlegen, das will ich irgendwie nicht zurückschrauben. Es gibt auch nicht so viele Vorteile, legendär zu machen. Muss man ja auch mal sagen. Hä? War ich hier nicht schon? Ja. Das Pferd ist jetzt weg. Nein, es gibt nicht so viele Vorteile, legendär zu machen. So, das heißt, den Bogen wäre zwar ganz gut für... ist das schon wieder so ein Vieh? Wo muss ich hin? Ich muss da hin, also... So. Ja, total die Leere, da rumzuliegen. Blöde Sau, du. Was soll ich sagen? Genau, dass ich legendär vielleicht beim Schmieden mache, weil Schmieden kann man immer wieder machen. Ich bin am überlegen, ob Verzauberung auch zurück, wenn ich Schmieden sowieso zurück mache, dann kann ich auch Verzauberung zurück machen. Aber eigentlich brauche ich das extra Level nicht. Also, wenn man mal überlegt, eigentlich braucht man die extra Level nicht. Die extra Magika und die und alles ist natürlich super, aber ansonsten... Moin. Gut, dass ihr endlich kommt. Ja. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drinnen ist. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Was? Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Ich hoffe, das Pferd nur gehauen, damit sie weggeläuft. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Wollt ihr, dass ich die... Verstanden. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Kalia ist tödlich wie eine Klinge. Ne. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Ich tapp nicht in Fallen. Meine Weiber tappen. Wie ist Gallus gestorben? Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Gallus wollte mich hier treffen, aber er hat mir nicht verraten, warum. Wie alt bist du Als denn? Als ich ankam, trat Gallus aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle. Oh. Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Was bin ich? Also jetzt ganz allein mit euch beiden aufgenommen? Kalia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Schlampe. Also ich töte Leute, indem ich in den Arsch schieße. Und Gallus? Das letzte, was ich sah, war Kalia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ. Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Oh Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch meinen Tod hätte bedeuten können. Das wäre ich Gallus schuldig gewesen.
Du hast ja richtig Hintergrundgeschichte hier plötzlich. Was passiert, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Ratenweg versank in einem Blutbad. Und ihr habt dazugehört? Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Kalia zur Strecke zu bringen. Wie alt ist sie denn? Die kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Nur weil einer umgebracht wurde. Was ist mit Kalia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit, unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Bis ich kam. Erzähl mir mehr über Kalia. Sie war eine dickköpfige Dunmeer. Es musste immer alles nach ihrem Kopf gehen. Aber sie war auch die Beste. Sie hat in einem Monat mehr Geld verdient, als manche Diebe in einem Jahr schaffen. Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen. Ja, das haben wir schon. Dann hatten sie also eine Beziehung? Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Also hatten wir doch schon. Gallus nannte sie seine kleine Nacht. Warum hat sie ihn getötet? Eifersucht. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden. Ist Mord nicht... Ach, warte, das haben wir doch schon alles. Wir sind beide der Wieso kann ich das nochmal anklicken? Oh, ist das durch den Patch? Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Oh, da. Was ist hier? Oh, das Pferd von ihr. Hat... Musstest du das Pferd umbringen? Hallo. Na okay, dann wollen wir doch mal, dass Mercer alleine geht. Und sie hat nicht mitbekommen, dass wir hier sind? Okay. Hä? Ja, hallo, ich brauche einen Schlüssel. Mercer. Oh. Script. Ich warte auf dich, Script. Ja, lass dir Zeit. Ich bin ja nur gekommen, um zu helfen. Komm her. Willst du mich verarschen? Betritt die Schnee. Okay, es ist abgeschlossen. Mercer, es ist abgeschlossen. Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Was wollt ihr? Willst du mich gerade verarschen? Komm mal runter jetzt. Muss ich auf ein Skript warten? Oder muss ich irgendwo anders rein? Okay. Ich muss... Betritt die Schneeschleierzuflucht. Vielleicht da hinten? Dann mal los. Du bist mir ein guter, ey. Das ist ja so typisch. Es ist ja so typisch. Jetzt habe ich es eilig. Ich möchte eine Quest machen. Und komme nicht rein. Und jetzt, oh, es gibt keinen Schneesturm. Und jetzt muss ich runter, ey. Großen Fuchs. Ah, komm. Ja, nö, keine Ahnung. Komm, kommt mit. wird schon. Ich gehe einfach jetzt runter. Und tue so, als ob alles in Ordnung wäre. Äh.
Merci. Elia, ich bin ein bisschen genervt. Komm mal runter jetzt, Merci. Komm mal jetzt runter, Merci. Danke. Hier, Script. Script. Ja. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgarhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Are you fucking kidding me? Ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Hm. Das sollte etwas reichen. Schneller gehen. Nach euch. Danke, Spiel. Das ist so einfach, den Script zu benutzen. Ganz ruhig. So, war voll einfach. Dann wollen wir doch mal uns jetzt total super aufführen. Was? Ja! Ach Mann. Wann kommen die raus? Warum ist das Bild so nah? Ach so, weil ich zoome. Da habe ich falsch geguckt. So. Ohne Falle. Das war immer gar nichts. Oh, die... Oh, muss ich jetzt mit ihm alleine los? Na, okay. Okay. Oh, ich will nicht mit ihm los. Keine Ahnung, was jetzt so sollte. Eigentlich will ich auf die andere Seite. Achso, da muss ich gar nicht. Da ist eh egal. Geht einfach nicht auf. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Erklären Sie wenigstens mal. Und sie zeigen auch, dass sie hier schon umgebracht hat. Aber nicht mitgenommen. Ach, das wollte ich gar nicht. Welche Kette denn? Oh mein Gott. Es war so klar, dass jetzt... Warte. Ich kann ihn... Dass das Baby jetzt weint, das war so klar. Wenn man es nicht ausrauben kann, dann lebt es noch, wie gesagt.